Im Alliance Tournament Nummer 9, Part 2 der Gruppenrunde. AAA vs. Raiden. Und eure Kommentatoren sind Ramos Antilles und Abyssus Kova. Ja, hier ist natürlich ganz klar der Favorit AAA. Ja, mal sehen, wie sie Raiden platt machen werden. Das dürfte relativ interessant werden, aber nicht lange dauern. In Rot AAA mit 3 Sleipnir, 3 Cyclones, Scimitar, Saber Saber und Ramiel. Und auf der Raiden-Seite haben wir 3 Tengus, eine Scimitar, eine Huggin, 3 Manticores, eine Nemesis und eine Saber. Ja, durchaus. Ich denke nicht, dass es besonders lange dauern wird. AAA hat ja ein ziemlich mächtiges Gank-Setup gebracht. Sie haben extrem viel Schaden auf dem Feld. Sie haben die Punkte gut ausgenutzt und einfach mit diesen 6 Cyclones-Hulls. Oh, da kommen schon die Bomben geflogen. Mal gucken, wie weit sie noch fliegen werden. Das war ein bisschen zu weit. Nein, war es nicht. Sie haben schön alle Cyclones und Sleipnirs getroffen und eine Saber direkt getötet. Auf der Raiden-Seite haben wir allerdings auch schon eine Nemesis verloren und den Bombern, denen geht's gar nicht gut. Diese Manticore wird wahrscheinlich ziemlich bald sterben, ja, ist sie gerade eben, und auch die zweite Nemesis, ja, wobei die wurde gerade noch so gerettet. Mal schauen, ob Raiden etwas aus dem Vorteil Manticore macht. Entschuldigung. Mal sehen, ob das Raiden-Team etwas daraus machen kann. Aus dem Vorteil, den sie sich eben durch die Bomben verschafft haben. Ja, das glaube ich einfach irgendwie nicht. Der Irish Duff in seiner Scimitar von AAA ist fix und rappt bereits sein gesamtes Team hoch. Hier müsste Raiden jetzt einfach schnell schalten und durchwechseln und einfach diese Cyclones, beziehungsweise die eine Scimitar, die zweite von oben, Sleipnir einfach weg, Primarine, bevor der Schild wieder oben ist. Was hier natürlich ein sehr großes Problem für Raiden ist, dass ihre Scimitar gefangen worden ist. Webs sind auf ihr drauf, alle Cyclone-Hals und da, ja, das sorgt einfach für einen ziemlich schnellen Tod. Der ist ihr soeben auch widerfahren. Auch der letzten Manticore geht's nicht allzu gut und, ja, das macht einen großen Unterschied, auch wenn wir auf der Against All Authority-Seite gerade eine Cyclone verlieren. Ja gut, diese eine Cyclone und die Saber, die haben sie halt einfach eingebüßt, aber ansonsten, ja, als nächstes wird wahrscheinlich die Huggin dran glauben und nebenher wird noch die Dramil und die Saber die andere Saber wegfressen. Oh nein, sie haben sich anders entschieden, sie haben einen Tengu gefangen, das macht natürlich auch Sinn, bevor die groß zum Wegrennen kommen, sie einfach einzufangen und zu braten. Sie ist bereits bei 50% Schild schnell fallend, sehr, sehr schnell fallend, während eine Cyclone für AAA bereits bei 30% Schild angekommen ist. Ja, man kann das hier auf der AAA-Seite gar nicht so leicht sagen, wer jetzt letztendlich das Primary ist, wobei sich jetzt gerade herauskristallisiert, dass es sich doch um diese Cyclone handelt, die auch jetzt langsam in Armor geht, aber wir haben die Tengu auf der Raiden-Seite verloren. Das sieht wirklich ziemlich schlecht für Raiden aus. Da können sie auch jetzt noch so gut fliegen, wie sie wollen. Sehr viel können sie da draus nicht mehr machen. Nein, ich denke, der Kampf ist bereits jetzt eindeutig. Und ja, das ist ein Massaker. Einfach nur ein Massaker. Das nächste Primary wird die Huggin von Raiden. Während die Cyclone nach wie vor um ihren Arsch kämpft. Die Scimitar macht einen guten Job, sie wieder hoch zu rappen. Immer mal wieder kriegt man 5% Schild dazu und dann ist er wieder weg. Dann kommt er wieder, dann ist er wieder weg. Das macht auch keinen Spaß zu fliegen. Die Huggin allerdings bei 30% Schild schnell fallen. Sie wurde eingefangen, sie hat einen Haufen Drohnen am Arsch. Die Tengu steht relativ nah dahinter und wird kurze Zeit drauf sterben. Ja, nehme ich auch an. Die Huggin jetzt tot und das verschafft der Cyclone nochmal eine kleine Verschnaufspause. Wir sehen auch, wie sie jetzt wieder hochgeht. Der Damage reicht nicht mehr, um gegen diese Scimitar anzukommen. Ja, das hat hier Raiden. Das Setup sah gut aus. Auch die Bomben haben prima getroffen. Sehr viel besser hätte man es kaum machen können, auch wenn es erstmal so aussah, als wären sie meilenweit dran vorbeigeflogen. Oder zumindest viel zu weit geflogen. Aber diesen Vorteil durch die Bomben, den konnten sie nicht nutzen. Die Bombe und damit der Großteil ihrer DPS ist viel zu schnell gestorben, was natürlich auch zu erwarten ist gegen Autocannon-Setups. Die haben relativ viel Reichweite, sehr gutes Tracking. Da kann man nicht so viel machen. Ich habe mich vorhin geirrt. Die Saber wurde gefangen, nicht die Tengu. Jetzt wurde die Tengu gefangen, wird gerade gebraten, während wahrscheinlich
sich bereits irgendjemand auf Abfangkurs der nächsten Tengu befindet, die auch nicht mehr lange leben wird. Das schaffen sie noch unter 4 Minuten. Ja, so gut sieht's hier wirklich nicht aus. Die eine Saber wird hier gerade beschossen von AAA, ist bei ca. 10% Schild, aber auch die hält sich. Da wollte Raiden noch ein paar Punkte sich sichern. Aber auch das scheint nicht mehr hinzuhauen. Ihre zweite Tengu ist soeben gestorben. Und damit bleibt tatsächlich nur noch eine einzige Tengu. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Dramiel oder Saber die gefangen hat und die ganzen Cyclone-Hulls dort angekommen sind. Ja, man sieht ja sehr schön, da befindet sich bereits die Dramiel auf Abfangkurs. Tackelt nun die Tengu, wird sie webben. Die Tengu muss natürlich auch aufpassen, nicht die Arena zu verlassen. Sie wird jetzt gewebbt, genau jetzt ist sie gewebbt. Die Cyclones werden in wahrscheinlich 10, 20 Sekunden eintreffen und ebenfalls diese Tengu zu Staub verarbeiten. Genau das wird höchstwahrscheinlich passieren. Diese Tengu versucht noch, diese Dramiel loszuwerden, aber so eine Dramiel hat einen verflucht kleinen Signaturradius und wenn man die mit Heavy Missiles beschießt, ohne sie großartig zu webben, hat man da nur sehr geringe Erfolgschancen, vor allem wenn noch eine einsatzbereite Skimitar auf dem Feld ist, wie es im Moment der Fall ist. Das, ja, sah schon seit geraumer Zeit sehr schlecht für Raiden aus und daran hat sich auch nichts geändert. Man sieht ja sehr schön unglaubliche Mengen Autocannon-Feuer einfach nur noch in diese Tengu reinprasseln. Dieses Schiff besteht wahrscheinlich inzwischen aus mehr Patronen als Schiff. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Der Schild ist jetzt auch durch und es wird direkt danach ein Insta-Plop geben. Und 3, 2, 1, Tengu weg. Bam. Match over. Verdient der Sieg für AAA, obwohl der Anfang von Raiden echt gut gemacht war. Sie haben nur dann irgendwie nicht mehr viel draus machen können. Diese 6 Cyclone-Hulls waren einfach zu mächtig. Bis zum nächsten Mal.